The war to end all wars redefined how mankind looked at war and the value of human life. Over 19,000 men lost their lives every day in the trenches of the Somme. Some say uselessly, some invoke a higher cause. I read accounts of the slaughter from many journalists who spent time in the trenches, but I found the account of a certain Peter Jacob to be the most horrible of all. His implication about the ancients' involvement with the war was hideous and so obvious. With the horror of the Battle of the Somme scant miles away and the distant echoes of pounding artillery, a young journalist named Peter Jacob researched his latest story from the front lines. His grim task brought him to Oubliette Cathedral, now transformed into a field hospital. Erster Weltkrieg also. I find no solace in the purpose behind all the senseless violence that surrounds me. Young men die at a rate unheard of in centuries of warfare. Shelling, machine guns, mustard gas, rip, pierce, and burn to flesh. Men soak gauze in their own urine to stop the insidious gas. The hospitals here cannot cope with the torrent of wounded. Ja, die verfüttern jetzt einfach einen Wächter, ne? Sind wir schon wieder hier in der Kathedrale? So, untersuchen. Ein Brief. Der Brief eines Soldaten liegt auf dem Tisch und wartet darauf, nach Hause verschickt zu werden. Peter hat den Brief eines Soldaten gefunden. Der Bericht ist bestimmt jetzt, dass hier ständig Leute verschwinden. Was haben wir denn da? Ein Glückspenny. Prüfen. Eine alte Münze, die merkwürdige Markierungen aufweist. Sie muss ideellen Wert für irgendjemanden besessen haben. Wer auch immer diesen Penny besitzt, dem wird das Glück mit Sicherheit heute sein. Okay. Blitzlichtpfanne, okay, also Blitzen halt zum Fotografieren. Diese Blitzlichtpfanne wird von Fotografen benutzt. Sie füllen sie mit leicht anzündbarem Puder, der einen kleinen weißen Blitz abgibt. Wenn er entzündet wird, mit diesem Blitz können einige Gegner gelähmt werden. Okay, das haben wir aber nur einmal. Achso, Blitzlichtpulver. Prüfen. Ein Bohrer mit Blitzlichtpulver, welcher in der Blitzlichtpfanne der Fotoausrüstung gezündet wird. Gut, wir haben ja keine Waffe mehr, aber wir haben ein Blitzlicht. Erster Brief des gefeiten Reginald Jackson an seine liebe Margaret. Am Dienstag wurde ich in dieses Hospital eingeliefert. Die Wunde an meinen Beinen war nicht schwer, aber ich werde trotzdem für den Rest meines Lebens nicht richtig laufen können. Ich hasse diesen Ort. Jeden Tag wird mir bewusst, dass ich nie wieder die Dinge tun kann, die ich liebe. Dieses Hospital ist ein seltsamer Ort. Vor dem Krieg war dies eine Kathedrale, aber die Atmosphäre ist merkwürdig. Alles ist still. Man hört nur das Rufen und Stöhnen der verwundeten Soldaten in der Nacht. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es in diesem Ort spukt. Das Merkwürdigste geschieht an Tage. Ich habe bisher nicht gesehen, dass jemand die Kathedrale tagsüber verlassen hat. Da ist etwas faul. Kein Auf Wiedersehen oder Lebewohl, nur leere Betten, wenn ich aufwache. Hab da so eine Vermutung, woran das wohl liegt. So. Aber sie haben tatsächlich sehr stark recycelt. Der Wachposten tritt von einem Fuß auf den anderen, ganz offensichtlich gelangweilt von seiner Aufgabe. Er wartet auf seine Ablösung oder vielleicht auch auf einen Einsatzbefehl. Er kann uns da rauslassen. Da die Front immer näher rückt, wurde eine Ausgangssperre verhängt. Der Aufenthalt außerhalb des Hospitals ist nicht sicher, da die Invasoren auf jeden schießen, den sie sehen. Peter entscheidet sich dafür, im sicheren Gebäude zu bleiben. Ganz schlechte Idee.
Tief im Gang stehen Kisten medizinischer Ausrüstung, die auf ihren Einsatz warten. Morphium, Bandagen, Aderpressen, Antiseptika, die Liste ist unendlich. Jetzt wollte er nicht mit ihr hier reden. Na da. Mit mütterlicher Stimme bestimmt die Schwester, dass Peter etwas Schlaf braucht. So, bei dem Geballer hier schlafen. Das ist nichts anderes. Ja, ist nix. Da, da wollte ich ja gar nicht lang. Hat er hier einfach abgebogen. Ah, da liegt doch wieder was. Detail. Der Brief eines Soldaten liegt auf einem Haufen medizinischer Ausrüstung. Zweiter Brief des gefreiten Reginald Jackson an seine liebe Margaret. Nun bin ich schon über eine Woche hier und man sagt mir immer noch nicht, wann ich entlassen werde. Seltsame Dinge sind geschehen. In der Nacht verändern sich die Stimmen, die durch die Kathedrale hallen. Das Echo von Stimmen, die niemand gehört, bricht sich an den Wänden und Korridoren. Vielleicht sind das Geister, die nicht zur Ruhe kommen oder die Geräusche von Bewegung oder Geflüster. Ich kenne den Krieg und seine Schrecken. Aber die Geräusche, die nachts in diesem Hospital zu hören sind, erschrecken mich mehr, als ich dachte. Was passiert hier in der Nacht? Warum fühle ich mich bedroht? Meine Ängste verstärkt sich, wenn ich dem Gespräch der anderen jungen Soldaten zuhöre. Einer sagte, er habe mitten in der Nacht Hilfeschreie gehört. Schreie, auf die nur das Fauchen von Wut antwortete und nicht die Stimme der Hilfe. Ein anderer berichtete, dass Obergefreiter Haskell nicht aus dem Dienst entlassen worden sei, sondern vermisst werde. Ich starre auf sein leeres Bett mit einem unheilvoll ängstlichen Gefühl, das an mein Herz nagt. Jetzt die Frage ist, warum er dann jetzt hier noch nicht verfüttert wurde, die den dann so lange, ja, bereithalten, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Hier ist nichts. Glocke können wir auch nicht läuten. Ja. Das wäre so doof, wenn dann auf einmal sich die Ansicht ändert und man den Stick in eine andere Richtung bewegen muss. Tja. Können ja direkt zum Wächter laufen. Wissen ja, wo wir lang müssen. Wird der auch hier verfüttert? Oder ist das Kapitel beendet? Ach genau, hier war der Ausgang. Das bewacht er ja. Das ist der andere Raum. Wo wir ja quasi eingesperrt wurden. Diese arme Seelen, bedeckt mit blutbespritzten Laken, haben diese Welt verlassen. Für sie hat das Leiden nun ein Ende. Für die anderen um sie herum geht das Martyrium weiter. Ja, da sind doch so Geräusche und Stöhne und Klagen dringen leise hinter der Leinwand. Leinenden Vorhänge hervor. Geflüsterte letzte Worte, verzweifelte Gebete für die Geliebten. Worte, die nur von denen gesprochen werden, die den Tod vor Augen haben. Das müsste aber ja Festessen für den Wächter eigentlich sein. Oh, da ist ja sogar jemand. Der Soldat wirkt bekümmert. Vielleicht hat er viele seiner Freunde in den Schützengräben verloren. Er ist der Meinung, dass die guten Geschichten immer die traurigen Geschichten sind und dass die wahren Helden in den Leichenhallen zu finden sind. Das habe ich mal irgendwo mal nicht gehört. Mit Mütterchen, Stube, ja. Mütterchen, du. Der zuckt noch. Aber reden können wir mit ihm nicht. So, hier, da brauchen wir Detail. Peter findet einen versiegelten Umschlag, der anscheinend vergessen wurde. Eben. Brauchen wir jetzt hier nur die Schlüssel für die Entlüftung von den Heizkörpern. Und dann können wir hier das Pult öffnen.
Da müssen wir mit der Orgel spielen. Das Tabernakel der Kathedrale besteht aus alten, lackierten Mahagoni. Ja. Oh, ob ich das jetzt noch aus dem Kopf hinkriege. Oh, ich darf die Orgel nicht bedienen. Der Wachposten runzelt die Stirn und führt Peter von der Orgel weg. Er erklärt, dass dies eine der wenigen Antiquitäten dieser Gegend ist, die den Krieg bis jetzt unbeschadet überschadet haben. Und diese Orgel werde, solange er lebe, auch intakt bleiben. Ja, ich kann damit spielen. Ich kann damit umgehen, weißt du. Gucken wir erstmal hier. Versiegelter Umschlag. Er sieht aus, als erhielt er ein offizielles Schreiben. Klar. Peter hat Befehle für die Soldaten erhalten. Kann man das vergessen? Prüfen. Eine offizielle Nachricht auf dem vorgeschriebenen Armeepapier. Gefreiter Thompson, auf Befehl von Lord Hargreaves im Namen seiner königlichen Hoheit George V. werden Sie angewiesen, Ihren Posten mit sofortiger Wirkung zu verlassen und in den Straßen außerhalb der Kathedrale Aubin zu patrouillieren. Weitere Anweisungen erhalten Sie bei Ihrem Patrouillenführer. Gott schütze den König. Okay, jetzt speichere ich mal. So müsste ich dann wahrscheinlich hier rauskommen, ne? Gucken wir uns erstmal noch um. Da dürfen wir nicht rein. Die Wache erklärt im ruhigen, aber bestimmten Ton, dass dieser Bereich für Zivilisten gesperrt ist. Aber da könnte ich sicher sein vor den Granaten. Seid unter der Erde. Da haben wir ein Symbol, aber wir haben das Buch noch nicht. Die Wände sind mit sonderbaren farbigen Linien bedeckt. Unter diesem Muster befindet sich Stufen, die in die Wand führen. Ins Dix hinein. Ja, hätten wir jetzt das Buch, dann könnten wir mit den Decken das Siegel brechen. Was sagt er? Schroff fragt der Wachposten Peter, ob er die Erlaubnis hat, den alten Turm zu betreten, da er Sperrgebiet ist. Klar. Einfach mal benutzen. Die Wache inspiziert das Papier mit dem Befehl und händigt sie wieder dem Peter aus, da sie für jemand anderen bestimmt sind. Aber ich bin das, doch klar bin ich das. Den können wir nicht reden. Kann ich jetzt wahrscheinlich bei jedem hier versuchen, ne? Ich weiß gar nicht wahrscheinlich, wer der Thompson ist oder so. Ich weiß es sowieso nicht, aber ich hätte es wahrscheinlich auch nicht wissen können. Die Wache inspiziert Papier mit dem Fehl und hängt sie wieder Peter aus, weil sie für jemand anderem. Dann wahrscheinlich der Knilch da an der Schlafzimmertür. Na, die schlagen. Das war so brutal. Der Wachposten faltet die Papiere mit den Befehlen auseinander und liest sie aufmerksam. Teufel auch, wir müssen uns in der Offensive befinden. Er folgt den neuen Befehlen und verlässt seinen Posten. Tja, du einfach kannst gehen. Tür öffnen. So, da sind ein paar tot. Diese Poster sollen die patriotische Gefühle wach halten, indem sie erklären, dass die Alliierten den richtigen Kampf kämpfen. Dies ist für die Bewohner des Raumes, deren kalte Körper auf dem ebenso kalten Boden der Kathedrale liegen, nur ein schwacher Trost. Na, denen ist es egal. Was haben wir da? Ein Revolver. Ja, den nehmen wir mit. Was ein Zufall. Peter sieht sich
dem Preis des Krieges gegenüber. Wie Baumstämme aufgestapelt, menschliche Körper, die blutigen Körper junger Männer, die im Kampf für ihr Land und das Land der anderen das Opfer, das größte Opfer gaben. Das klingt nicht gut. Nehmen wir mal den Revolver. Und speichern. Speichern ist, glaube ich, eine gute Idee. Schadet nie. Jetzt kriegen wir unser Buch. So, ob jetzt der Dingens... Ja, der ist anscheinend hier. Der Roberto Bianacci. So, dann wird das wahrscheinlich sein Platz sein werden. Untersuchen. Eingebettet in etwas, das Ähnlichkeit mit einer lederhäutigen Hand hat, liegt ein geheimnisvolles Buch. Gebunden in Menschenhaut und aufwendig mit geschrumpften Knochen dekoriert. Es scheint zu rufen und nach einem Besitzer zu verlangen. Soll Peter das Tomb of Eternal Darkness an sich nehmen? Ja, natürlich. Kann er ja zaubern. So. Sonst haben wir ja erstmal nichts. Ich würde sagen, speichert nochmal, dann muss ich das nicht, falls ich jetzt da sterbe, nochmal das mit den Cinematic machen. Toll, ich habe schon keine Munition mehr. Na, ich muss das weglegen. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon keine Munition mehr habe. Nehmen wir das, ne? Bin ich nicht mal getroffen. Treff den nicht. Bäm. Der Ding denkt sich auch, was machst du hier? 6 Schuss vergeudet. Naja, ich guck nochmal eben nach, was denn seine Schwachstelle war. Flederer war das, ne? Ja. They are so close, their stench fills the air. You can smell them, I tell you. Somewhere between the spice of vanilla and the bitter sweetness of pustulant rot. Those creatures inhabit the bodies of men and women, exercising the human soul and replacing it with their own putrid spirits. But they couldn't fool me. No, not at all. I could smell them, you see. They were all around me. Dear God, all around. I knew what I had to do. They had to go. My blade and bullet. I had to get rid of them. Don't you understand? Dear God, I had to do it. Had to. You believe me, don't you? Don't you? Hey, ja. Interessant. Das hatten wir bisher noch nicht. Das war ja jetzt der, der dann auch in die Klapse gekommen ist, ne? Mit der Durchtrennung ihres Genicks wird die Kreatur sofort getötet. Die Kreatur schützt sich durch das Tragen menschlicher Haut. Ja, aber ich habe ja auf den Kopf gezielt, ne? Jetzt sieht auch hier wird's. No eyes, but they can see, I tell you. No eyes. No, no eyes at all. But you can feel it looking at you. It stares through you, like looking through empty air. And you can feel it raking your innards with their touch. The shiver of their senses combing your bowels through empty space. Oh, horribleness! Interessant. Dass er das noch nicht gehört hat. Macht er das jedes Mal? Tatsächlich, macht er das jedes Mal.